Scheiße, die Bullen! Lass die Kohle hier! Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zu Potters Bluff Reviews. Heute mit einer Review, auf die ich schon lange warte. Und zwar zur Heinz Kletzow Blutiger Freitag Kickstarter Edition von Subkultur Entertainment hier. Ja, endlich ist es soweit. Endlich ist sie angekommen. Kannst euch kaum erwarten, euch diesen Sack zu öffnen. Hier sehen wir schon vorne drauf, Rainer Hamsdorf hier, richtig cool, diesem Beutel. Ja, ein Geldsack natürlich. Ich bin ziemlich gespannt auf den Film, ich hab ihn noch nicht gesehen, das Teil ist heute erst bei mir angekommen. Und ich wollte euch aber gleich schon mal das Zeug zeigen, was hier enthalten ist. Ja, hier ganz viel Geld natürlich. Also wer das hier kauft, der hat natürlich einiges gut gemacht, ne? Weil hier sind nämlich 19.000 Heinz-Klett-Mark drinne. Also hier seht ihr auch ein bisschen alten D-Mark-Schein Style gemacht. Sehr cool. Also er hat mir eigentlich nur Plus gemacht. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie der Umtauschkurs ist von Heinz Klettmark, aber müsste auf jeden Fall einiges sein. Hier, 19.000 habe ich. Wer hat mehr? Und ja, dann geht es hier weiter mit tollen Replikas von Aushangbildern. Sehr schön geworden. Auch ziemlich gute Qualität und ihr könnt es nicht sehen, aber es riecht sehr gut und frisch gedruckt. Hinten drauf haben wir nichts, aber echt genialer Druck. Richtig intensive Farben, auch schon die Farbgebung richtig schön gemacht. Hier Blutiger Freitag, ein Gloria-Farbfilm. Sehr schön gemacht. Und hier nochmal die Kapuzenbande. Kann man sich dann ins Zimmer hängen oder ins Heimkino oder einfach in der Box lassen. Dann haben wir hier das Kernstück, das es auch einzeln zu kaufen gibt. Wie natürlich gewohnt, verlinke ich euch unten auch den Subkultur-Shop. Da könnt ihr das hier auch kaufen noch, glaube ich. Und die Kickstarter-Edition ist leider ausverkauft. Ich hatte damals leider auch das Pech, den Release zu verpassen, also die Aktion, also als es noch gelaufen ist, das Crowdfunding. Aber zum Glück gab es ein paar Überreste und die gab es zur kurzen Zeit auf dem Shop. Die waren aber auch schnell weg und ich habe zum Glück eins bekommen. Hier mit Rainer Hamsdorf in der Hauptrolle. Sehr cool, ich bin wirklich gespannt. Ich kann euch leider noch nichts jetzt zum Film sagen, aber ich erwarte mir ein deutsches Genre-Meisterwerk. Vor allem, weil ich hier gelesen habe, auch Musik Francesco De Masi, der eigentlich sehr viele italienische Filme vertont hat. Unter anderem auch Chuck Norris Filme und diverse Horrorfilme. Und ja, die ja wieder typisch für die Deutsche Vita Collection, einem sehr schönen dreiblättrigen Digipack, das wieder ein Gesamtbild hinten ergibt hier. Blutiger Freitag, knallhart und spannend. Ja, sehr cool, finde ich. Zieht sich auch hier schön durch mit den Discs, mit diesem blau-schwarzen einfach nur. Und hier haben wir dann einzelne Bilder von den Szenen aus dem Film. Enthalten ist ja auch die lange verschollene goldene Langfassung in einer 4K-Abtastung. Das muss man sich erst mal einziehen. Ja, hier sehr schöne, habe ich leider auch noch nicht gelesen, aber ich nehme an, wieder sehr informatives Booklet. Ja, ich war so scharf drauf, ich muss das heute gleich filmen. Vielleicht gebe ich nochmal eine extra Review, wenn ich fertig bin und den Film geschaut habe, den ich übrigens bei mir auch im kleinen Kino zeigen werde, also für mich, Privatscreening, und aber dann natürlich in groß, weil den Film will ich echt in groß sehen, dann eine richtige Premiere bei mir sozusagen im Kino, Jahre nach dem Release. Ja, hier haben wir die Langfassung auf Blu-ray, jetzt Artwork Test natürlich nicht viel zu sagen, die Kinofassung, italienische Fassung auf Blu-ray, hier löst sich dann ein neues Bildchen, die Langfassung auf DVD, und die Kinofassung und italienische Fassung ebenfalls nochmal auf DVD. Also hier wird jedes Format bedient. Hier haben wir dann noch drei, wie gesagt, insgesamt hier drei schöne Bilder noch. Und ja, jetzt kommen wir nochmal auf den Schuber, was alles enthalten ist. Hier haben Bonusmaterialien, Originalfassung, habe ich schon gesagt, italienische Fassung, Trailer, Dokumentation, Ein kalter Tag, Location Tour, Audiokommentar mit Christian Kessler und Pell Felsch, der auch schon tolle andere Booklets hier geschrieben hat. Audiokommentar mit Yandela Giordano und Giacomo Di Nicolo. Alternative Vor- und Abspende, Bildergalerie und ein Booklet. Ja, sieht schon hier, ist richtig geil geworden. Und ja, Laufzeit 102 Minuten. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das die Langfassung ist. Aber das werde ich ja dann schon noch sehen. Ja, und unten drunter bekommt ihr nochmal eine komplette Liste mit den ganzen Spezifikationen zu dem Release, ganzen Details und nochmal die Links natürlich zu dem Shop von OFDB und wo ihr den Film sonst beziehen könnt. Sehr geil hier, bin sehr gespannt auf diesen Film, wie das italienische Genre-Kino ins Deutsche reingesuppt ist und ihn hoffentlich in ordentlichen Punch ins Gesicht verpasst hat. Ja, also ich kann euch dieses Release sehr ans Herz legen, auch wenn ihr die Kickstarter-Version nicht mehr bekommt. Holt euch die normale Version, holt euch die Mary, je nachdem. Ihr müsst ja auch, es geht ja um den Film hier hauptsächlich. Und ich finde es einfach eine absolute Glanzleistung, diesen Film restauriert zu haben und ihn sozusagen eigentlich gerettet zu haben aus den Tiefen der
was weiß ich, wo die den aufzugraben haben. Und ja, ziemlich tolle Edition, astreine Release und ja, Subkultur macht weiter so. Ich bin einer eurer größten Fans. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben und ja, viel Spaß mit Heinz Klett, wenn ihr ihn dann habt. Ciao.